In diesem Video zeige ich an zwei Beispielen aus dem Buch, wie man ein Prisma als Stammnetz darstellen kann. Zusätzlich zur Konstruktion mit Geodreieck und Zirkel lasse ich mit dem Programm GeoGebra ein Netz erstellen, hier oben links zu sehen. Beim Stammnetz beginnt man mit der Grundfläche. In diesem Beispiel ist es ein gleichseitiges Dreieck, das heißt, jede Seite ist gleich lang. Am Bild sehen wir, dass es jeweils 6 cm sein müssen. Ich beginne mit einer Seite AB und zeichne sie 6 cm lang. Nun brauche ich einen Zirkel. Diesen stelle ich auch auf 6 cm ein und ziehe jeweils einen Kreisbogen mit 6 cm über A und B. Der Schnittpunkt ist nun Punkt C meines Dreiecks. Jetzt kann ich noch die Punkte miteinander verbinden. Jetzt habe ich die Grundfläche von meinem Prisma gezeichnet. Als nächstes würde die Mantelfläche folgen. Das sind quasi die Flächen um dieses Dreieck herum. Ich kann das jetzt hier oben in dem Programm mir animieren lassen oder ein Netz zeichnen lassen. So, die Mantelfläche entspräche hier den drei Rechtecken, die hier jeweils zur Seite weggeklappt werden. Ich kann das hier mit der Maus nehmen und so das Netz aus- und einklappen. Und was jetzt dann fehlt, sind diese drei Rechtecke drumherum. Und man sieht, die Höhe von diesen Rechtecken, also auch die Höhe von dem Prisma, ist 4 cm, das sehen wir unten auch an der Aufgabe. Das heißt, wir können jetzt ein Rechteck mit 4 cm über jede Seite von dem Dreieck zeichnen. Ich beginne nun jetzt von jedem Punkt an 4 cm zu zeichnen, die Strecke mit 4 cm und verbinde das dann zu einem Rechteck. Hier habe ich das Video vorgespult im Schnelldurchlauf. So, und jetzt bin ich beinahe schon fertig mit meinem Prisma als Netz. Jetzt fehlt mir nur noch quasi der Deckel oben drauf. Man sieht es hier oben links, die sogenannte Deckfläche. Und das wäre nochmal dasselbe Dreieck, das ich schon unten habe. Und jetzt muss ich mich entscheiden, an welches Rechteck ich das ranzeichnen möchte. Spielt keine Rolle. Ich wähle jetzt das Rechteck oben rechts, weil ich da noch Platz habe auf dem Blatt. Ich stelle meinen Zirkel wieder auf die 6 cm ein, ziehe einen Kreisbogen von beiden Punkten aus. Und dort, wo die zwei Linien sich schneiden, habe ich wieder meinen letzten Punkt. Das mache ich genau gleich wie beim ersten Dreieck, das ich gezeichnet habe. Und diesen Punkt verbinde ich jetzt wieder, damit ein Dreieck entsteht.
Und so habe ich mein Netz von diesem gleichseitigen Dreiecksprisma fertig gezeichnet. Beim nächsten Beispiel der Aufgabe 4 auf der Seite 153 handelt es sich nicht um ein gleichseitiges Dreieck wie beim Beispiel zuvor, sondern um ein rechtwinkliges Dreieck. Hier kann ich auch wieder anfangen mit der Strecke AB, die ist 5 cm lang. Und von hier aus kann ich im rechten Winkel nach oben gehen und die Strecke BC abzeichnen. Jetzt verbinde ich noch die Punkte AC miteinander und habe schon mal meine Grundfläche, nämlich das rechtwinklige Dreieck. Jetzt folgt wie bei dem Beispiel zuvor die Mantelfläche um das Dreieck drumherum. Das kann ich jetzt auch wieder mit dem Programm erstellen lassen. Ich erstelle jetzt hier diese Netzfläche und bewegt die mal so, dass man sehen kann, wie dieses Netz ausklappen würde, wenn ich das so auseinanderschneide und hinlege als Netz. Und jetzt habe ich wieder hier drei Rechtecke als Mantelfläche und diese zeichne ich jetzt an den Seiten des Dreiecks noch an. Hier ist jetzt auch die Höhe 4 cm. Das heißt, ich kann von jedem Eckpunkt wieder 4 cm weggehen im rechten Winkel zur Seite. Dies mache ich jetzt auch wieder im Schnelldurchlauf. Und jetzt habe ich auch schon fast wieder das Netz vollständig fertig gezeichnet. Jetzt fehlt mir wieder nur die Deckfläche oben. Ich zeige es nochmal bei der Animation oben links. Das Dreieck oben fehlt mir noch. Und jetzt muss ich noch darauf achten, dass ich an der richtigen Stelle den rechten Winkel zeichne. An welches Rechteck ihr das Dreieck zeichnet, wäre hier wiederum egal. Ich nehme es auf der rechten Seite, mache ich Sinn an dieses Rechteck, weil ich da noch Platz habe an meinem Papier, und ich zeichne jetzt hier den rechten Winkel nach rechts weg, weil wir könnten uns überlegen, wenn wir es jetzt hochklappen würden, dann müssten die quasi genau übereinander liegen, die Dreiecke, und das tun sie hier, wenn man sich vorstellt, dass man an der Kante BC einmal um 90 Grad faltet und an der Kante 1 rechts weiter auch nochmal 90 Grad, dann liegen die zwei Dreiecke perfekt übereinander.